So, liebe Leute, hier bin ich wieder. Neben mir mein toller neuer Petri. Leider ist meine letzte Aufnahme irgendwie schiefgelaufen. OBS wollte den Ton nicht mit aufnehmen. Sehr ärgerlich. 14 Minuten, die jetzt fehlen. In den 14 Minuten haben mein Bruder, sag mal, hallo Kleiner. Hallo. Jedenfalls haben wir beide uns in einen Tribe zusammengeschlossen, beziehungsweise er ist in meinen gekommen, müsste sogar in meinem Logbuch stehen. Aber, ja, wurde, ist ins Stamm hinzugefügt, genau. Wir wollen nämlich bei dieser Map, die ja durchaus schon etwas größer und herausfordernder ist, einfach mal irgendwelche große Tiere oder Erkundungen von was auch immer, gemeinsam dann mal machen. Aber, wo wir gerade von Erkundungen reden, ich werde mit dem schönen, frischen, neuen Petri mal ein bisschen nach draußen gehen und die schöne Welt erkunden. Da hinten sieht man am roten Obelisken diese kleine Kuppel rundherum. Ähnlich müsste es eigentlich hier auch sein. Nee, hier ist keine Kuppel drum. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, hier sind jede Menge Tiere. Wir müssen aber aufpassen mit der Ausdauer. Das Ding ist noch ein Low-Level hier. Hat wie viel Ausdauer? 800 hatte der, glaube ich. Ja, 864, sage und schreibe. Ist nicht viel Ausdauer. Jedenfalls hier draußen wimmelt es schon wieder, da seht ihr schon. Corrupted Raptoren. Die haben nicht allzu viel Leben. Oh, hier, 160er Unit habe ich hier wieder. Die frage ich vielleicht mal gleich platt, die ist ja schon halb tot. Auch nicht so stark, aber hier 176er Stegi. Die sehen cool aus, die haben keine Federn. Schade, dass man die nicht zähmen kann. Aber ich hoffe mal, es gibt irgendwann mal Skins dafür. Oh, hier ist wieder ein Aranio. Bäh. Da hinten ist ein Tapiara wieder. Corrupted Dilophosaurus. Zwei Stück. Die gibt es ja wirklich hier, überall in jeder Ecke, diese Tierchen. Oh, Corrupted Pteranodon. Muss man da schon aufpassen. Irgendwann total gierig. Vor allem, die sind sogar mega schnell. Die sehen ja richtig. Die sehen aber echt krass aus, die Tiere. Da ist ein Corrupted Trike. Mann, hier ist ja alles voller Corrupted. Das ist die korrupte Welt hier. Welches Level hatte überhaupt? 88 der Trike, 64 der Pteranodon, aber der ist fast platt, jetzt nur. Boah, die sehen schon mega geil aus. Aber wir fliegen einfach noch ein bisschen so durch die Gegend und erkunden mal ein bisschen was. Aber wir riskieren nichts, denn sonst war das dann mit dem Petri. Wir haben jetzt einen höheren Nahrungsverbrauch. Aber wir haben auch genug Nahrung. Von daher, hier sind diese komischen Maden oder was auch immer das sind, diese Gasbags. Gucken wir uns das mal alles in Ruhe mal an. Ach du Scheiße, Tech-Replikator. Dafür brauche ich 100 Element. Ich habe doch gesagt, du brauchst einen Tech-Replikator für den Enforcer. Ja, genau, aber auch hier 100 Element und 150 schwarze Perlen, ja, Prost Mahlzeit. Ach so, du meinst für den Replikator den herzustellen, Ja, ne? genau, um den herzustellen. Boah, ein Mega-Raptor-Rudel hier. Defense Unit Level 104 hatte keine Chance. 200er Okay. Raptor. Das sind aber normale Raptoren. Ein T-Rex Level 32. Genau, T-Rexe sind draußen, komischerweise alles nur ganz kleine. Ja, vielleicht ist 8, uns. 16, 32, 40. Vielleicht ist ein Zufall. Ja, ich sehe halt super selten nur etwas höhere. Ja, das war ja auf der Island genauso schlimm. Man sucht ein hochleveliges Tier, findet kaum was. Außer irgendwo im Arsch der Welt, wo man das Tierchen niemals nach Hause bringt. Das sieht aber cool aus. Irgendwo hier in der Nähe sollte, glaube ich, auch eine Wyvern-Schlucht sein, ne? Irgendwo. Ronto. Das sind sowas von aggro, ne? Also, mal Ruhe Diese dort. corrupted Viecher. Welche Koordinaten kommen immer als erstes? Erst die unteren? Ist die Seite. Erst die Die Seite. Longitude. Okay.
So ungefähr Okay, so bei also. 90, 65, das sind Feuerwyvern. Nein, das sagt mir jetzt. Ach komm, ja, genau. Ach, ich bin zumindest einigermaßen sicher gelandet. Oh, schon Ausdauer. Ja, die scheiß Ausdauer, ich bin das nicht mehr gewohnt. Und das, obwohl ich im Singleplayer auf der Island ohne Classic Player spiele. Aber da fliege ich eigentlich auch nur mit der Argentavis herum, die mit ihren fast 4000 Ausdauer. Was ist denn für ein lustiges Ding? Was sind auch diese Gaspacks? Mann, 232er Gaspack. Läuft. Die sehen irgendwie so lustig aus. Was hast du jetzt also gerade gesagt mit den Vivern? Welche Koordinaten? Bei 90, warte mal, muss ich nochmal gucken. Bei 90, 65 ist 65. da so unten Also, rechts. ja, sehe ich. Bei So in diese unten rechts, Richtung. das Ach, da. genau, ganz, ganz Ja, unten. sollte ich aber lieber lassen. Du weißt ja, Vivern sind immer so eine Sache. Oh. Oh, das war schön. Schön und rot. Level 24, klar, schöne Farbe und scheiß Level. War das schon immer so. 24, 40. Hast du schon mal ein Corrupted Rex gesehen? Ja, Ja? wird davon sogar schon ein Bild gemacht. Das sieht man Ach ja, bei. das hattest du mir noch nicht. Du wolltest ja die schönen Bilder mir mal schicken, ne? Also ich habe die Bilder alle schon mal hochgeladen. Hier in die Steam Cloud. Ach so, ja, guck ich mir die mal an. Vielleicht tue ich die in das Video noch einbinden. Wenn nicht, dann. Ah, da ist schon wieder ein Rex. Level 80, immerhin. Also, ist doch Oh, schon das mal. ist schon. Ja. Aber ich muss aufpassen, die scheiß Petris machen mir Angst. Die Petris machen Angst. Ja, also nicht die normalen, ne? Sondern die Corrupted-Viecher. Das sieht aber schon echt krass aus. Ist das ein Kano oder ist das ein Alpha-Kano? Nee, ist ein Kano. Alter! Der Tyrannodon schnappt sich einfach so diesen Gasbag. Wo sage ich, dass er den tragen kann? So. Guck ich mal nach, teste ich mal selbst an, ob das auch nur die Corrupted-Viecher können. Lustig, dann nehme ich so an und zähm den. Aber aus Prinzip. Kennt mich an. Zähmen aus Noch nicht. Prinzip. Aber wenn, dann nehme ich dann das richtige Level. Corrupted Twig. Corrupted Kano haben wir auch schon einen gefunden. Yeah. Dann macht der schon. Ach. Oder fliegen die einfach? Die scheint einfach rumzufliegen. Die furzen ja durch die Gegend. Genau, ja, die blähen sich auf und dann pusten die einfach direkt alles so raus. Sah gerade so aus, als ob der Petrin ihn geschnappt hätte. Aber wer weiß, vielleicht hat das ja auch. Testen wir auch mal. Jawohl, ich weiß nicht, da in der Nähe. Petri wird vom. Ach, die sind. Meine ich das jetzt nur so oder sind die tatsächlich größer? Nee, sieht nur so aus. Sah nur so aus. Sie sahen nur so. Oh. Noch mehr von den Viechern. Sind sicherlich nicht angenehm. Die Frage ist nun, greifen sie den Petri an oder greifen sie mich an, wenn sie auf mich zukommen sollten? Macht das so einen großen Unterschied? Ja, wenn sie mich direkt angreifen, ist das schon ziemlich scheiße. Achso. So, die Morphodon-mäßig. Ne? Ich glaube mal, der Tyrannodon hat ein bisschen mehr Leben. Ja, 700 Leben und 200 Leben. Ist ein Unterschied. Eventuell. Möglicherweise. Oder Oh hast du natürlich nee. viel mehr Rüstung? Der Gasberg. Der furzt sich schon wieder weg hier. Sieht so lustig aus. Es ist so lustig. Wie oft willst du das noch machen? Ich möchte so einen haben. Komm her, ich will dich tragen. Kann ich bestimmt nicht. Kann bestimmt ein Quetzel oder so. Ich muss aufpassen, Raptoren. Die vom Tier reißen, habe ich hier durchaus gewisse Probleme. Das sieht so so genial aus. Ist das ein Corrupted Stego? Ja, ne? Ja, definitiv ist einer. Der ist so aggressiv hier.
Das Schnelltierchen da oben ist ein flüchtender Petri. Ist der immer noch da? Ne? Der Rex lebt noch, Christian. Falls dich interessiert, der 32er Rex. Der 32. Ach, hör mal, das ist immer noch ein Rex. Ich meine, gut, ein 32er Giga wäre was anderes. Da könnte man vielleicht nochmal drüber nachdenken. Aber ein Rex, ein 32er. Och nee, muss nicht sein. Im Schneegebiet. Ach, die sind da hinten irgendwo. Ach, da, ich sehe das Schneegebiet. Absolute Ausdauer reicht aus, um dahin zu fliegen? Stimmt, ne? So, Karte scheint aber nicht allzu groß zu sein, ne? Ja, lass dich vergessen, das gleiche gibt es ja auch nochmal in der Größe unterirdisch. Ja, und dann gibt es noch, wie auch hier in der Stadt, mehrere Etagen mal wieder. So Aberration-like. So, einmal kurz hier landen. Solange jetzt hier kein Pullover ist. Ich hasse die Dinger. Aber die haben sie jetzt zum Glück ja nicht eingeführt. Corrupted Pullover. Ich glaube, da wäre wirklich egal, was für Viecher. Ja, Pullover ist Pullover. Einmal treffen und du bist tot. Praktisch. Dieser Stun-Effekt, ey. Genauso wie mit dem Mikroraptor. Gibt's die hier? Das weiß ich gar nicht. Auch keine gesehen. Ja. Ich will auch keine sehen. Ach, das ist auch noch ein Teil der Stadt hier. Mann. Die Stadt ist ja doch richtig, richtig groß, ne? Wenn man drüber nachdenkt. Scheint doch größer zu sein, als ich das so in Erinnerung habe. Und wo bin ich jetzt hier gelandet? Bei. Ja, das ist das Schneegebiet. Da ist auch ein Obelisk. Da ist ein Obelisk. Und wir haben keine Kuppel drumherum. Ist die Frage jetzt, kann man diese Kuppel einfach durchdringen? Oder muss man sich da irgendwie hin teleportieren oder was weiß ich? Ah ja, ich sehe sie. Das da hinten ist die Wyvern-Schlucht. Aber direkt ist neben, doch geflogen. Direkt neben, ja, aber nicht, diesmal nicht beabsichtigt, weil ich wollte einfach Richtung Schneegebiet fliegen und dann sehe ich hier, glaube ich, das ist, glaube ich, die Wyvern-Schlucht. Ja, sieht so lavamäßig ja alles aus, direkt im rund um Schneegebiet. Ja, bei. Das klingt gut. Ja, nee, ich bin jetzt bei 60-60. Egal, wir fliegen mal. Wir gucken mal, ob wir was finden. Weil Schneegebiet, weiß ja, Schneegebiet heißt Giga. Oh, ist das eine. Ach nee, das sind diese Viecher. Ich dachte, das wäre wieder so eine Explorer-Note. Ich habe schon einen gefunden gehabt. Ja, ich habe gerade auch einen gefunden. Und direkt jetzt ausgenutzt und direkt erstmal verbaut. Ja, habe ich eigentlich auch vor, aber. Oh, das könnte hinkommen. Ja, definitiv, das kommt hin, aber. Mit diesem Petri werde ich sicherlich nicht. Wie heißt das? Ein Vivan-Eye-Clown. So. Der ist mir doch ein bisschen zu wenig Ausdauer für. Alter, was ist das denn hier für eine Gegend? Oh, ich habe gar nicht mehr so viel Leben, fällt mir gerade auf. Wahrscheinlich, weil es gerade die ganze Zeit so heiß war. Hier ist das Schneegebiet. Ich bin mal gespannt, ob ich was finde. Wahrscheinlich wird mir jetzt wieder kalt. Ja, das heißt, dann kalt. Dann wird dann schlecht. Ich habe irgendwie Angst. So ein bisschen. Vielleicht siehst du noch die Todesmeldung. Ja, weil ich den Giga nicht gesehen habe, der vor mir steht. Boah, ja doch, der würde den Petri, glaube ich, mit einem Schlag platt machen. Giga habe ich bisher auch noch nicht gesehen. Ja, die sind ja auch im Schneegebiet. Warst du schon im Schneegebiet? Ja. Ja. Mann, Frechheit, warum sagst du mir das nicht? Egal, können auch neue gespawnt sein. Können jetzt welche gespawnt sein. Jedenfalls sind ja wirklich tatsächlich jede Menge Agentaten. Aber man kann da einfach durchfliegen. Durch was? Durch diese Kuppel? Ja, genau. Da kannst du einfach rein, dann bist du sogar sicherer. Ja, wie bei uns eigentlich auch, wie in der Stadt praktisch. Wow, das sieht ja ganz anders aus auf einmal. Ist das rote Lichter oder was ist das?
Ja, so Art rote Lichter, Laternen Genau, hier. das sind das, was ich gesagt habe, hier aufpassen. Wo da doch immer alles so brutzelt. Ach so. Megatherien gibt es ja auch jede Menge, lass mich raten. Gutes Level, oder? Nee, scheiß Level. Mann. Aber bei solchen Karten frage ich mich immer, ob es wirklich da sinnvoll ist, hier Difficult 8 drauf zu machen. Also den Schwierigkeits 8 Grad 8 zu nehmen. Oh, ich habe Mammuts gefunden. Ja, nee, sind Nashörner, ne? Ja, Nashorn. Überlegen, wo könnte ein Giga sein? Ich meine, ist ja nicht so, dass man den übersehen könnte. Wobei mir das schon mehrmals passiert ist, dass ich einen Giga übersehen habe. Dass man halt erst irgendwo. Weil die zu groß sind. Ach du Scheiße. Das Tierchen macht mir Angst. Was ist das? Alter, was ist denn los? Hier tanzen irgendwelche Tiere herum, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Was hat's Also denn hier vielleicht diesen gerade? komischen Sprung, Drachen. Ist, ja, dieses, wie heißt das Ding? Irgendwas mit M. Managama. Ja, genau. Sieht irgendwie lustig aus, das Tierchen. Ja. Ach, das ist das Viech, also bevor ich den Eintrag im Bild gesehen habe. Ach, die Eule ist ja auch hier. Ich liebe diese Eulen. Wie heißen diese Eulen nochmal? Snow Oil. Oh, sehr kreativer Name. Alter, was. Boah, ey. Ich will das Ding haben. Mach mal Könnte auch die so Namen vieles weg. gerne haben. Ist das das? Glaube, das ist böse. Aber ist gleich tot. Kalikutherum. Die machen wieder alles platt. Alter. Ich weiß nicht, ob ich wirklich innerhalb der Kuppel sicherer bin als draußen. Da habe ich so meine Zweifel. Ja. Ja, ich würde gut, draußen gibt es die scheiß Raketen, ne? Die halt auch noch. Ne? Scheiße, da habe ich gar nicht dran gedacht. Scheiß Raketen, ich fliege durch die Gegend. Und. Managama. Was für Kreatur meinst du nochmal hier, die irgendwas herstellen kann? Ja, die sind unterirdisch, Ach die so. Gatscha oder so. Gatcha. Die sehen ein bisschen aus wie Faultiere und bewegen sich auch so. Okay. Aber die sind halt mega Ich krass. glaube, ich habe ein Problem. Mir ist die Ausdauer ausgegangen. Oha. Und unter mir. Ach komm, bleib mir nicht in der Luft hängen. Ich hasse das, wenn er das macht. Weißt du das eigentlich? Ich meine das ernst. Ich hänge jetzt wieder in der Luft fest. Das ist Kacke. Ich kann nicht landen. Na. Bitte. Ah, jetzt geht's. Ich musste die C-Rolle machen, dann ging es dann doch noch. Ich muss. Sind Säbelzahntiger, Wölfe, Deodons. Ich bin also in der besten Gegend. Ich will nur noch, dass ein Giga hier vor mir auftaucht. Ah, eine Schneeeule. Oh, die will ich haben. Kann man, glaube ich, bohlen, so viel ich weiß. Gucken wir erstmal. Level 16. Also, ich bin Level 16. Das kann ich erstmal gar nicht mal, womit ich die Dinger füttern muss. So. Also, hier drin. Gibt es wohl keine Gegas. Ich glaube, die gab es außerhalb nur. Kann sein, Ja, macht zumindest einen Sinn, ne? Innerhalb einer schon immer innerhalb der Stadt Gegas zu haben. Ich weiß nicht, ob das dann noch so eine sichere Gegend wäre. Ich meine, gut, ist schon schlimm genug, dass hier Wölfe und so weiter rumrennen. Guck nochmal auf die Karte. Ja, wir fliegen einfach mal am Rand der Kuppel entlang. Das ist der einzige Spawnpunkt. Ist das ein UFO? Ich weiß nicht, das sieht ja alles so ganz komisch aus. Ganz, ganz verrückt. Aber irgendwie gefällt mir ganz das. verlügt, Aber sagt mir er. gefällt der Stil irgendwie. Ich muss nur ein bisschen mehr auf die Ausdauer achten. Verdammt. So, wir fliegen jetzt mal hier oben hoch. Ich brauche auch nicht keine Sorgen machen. Es gibt hier keine Pullover. Jetzt zack. Ja, das wäre so mies, ne? Das war das 1,6 GB große Update. Hallo, Hallo. beweg dich mal ein bisschen schneller. Eine typische Sache. Ob es hier Schafe gibt? Das wäre richtig cool, wenn ich mir Schafe angeln könnte, ne?
Schafe. 51 Essen habe ich noch. Das sind Ankylos. Ja. Meinst du, der Giga wird von den Corrupted-Viechern angegriffen? Wer wird von den Corrupted-Viechern angegriffen? Ich meine, meinst du, ein Giga wird davon angegriffen? Nein, bestimmt auch, ja. Es lohnt sich eigentlich erst einen Quetzal zu zähmen und dann den Giga hier irgendwo zu zähmen und dann zurückzufliegen. Das ist aber richtig geil. Jetzt bin ich in der Wüste, jetzt bin ich im Schneegebiet. Was für ein Unterschied das hat, das ist richtig krass. Warte mal, ist das jetzt wirklich so? Ey, wie geil ist das denn? Das ist mir noch eingefallen, wenn ich ins Schneegebiet reinfliege, dann sieht auch rundherum alles aus wie Schnee. Das ist ja mal echt krass. Tolle Illusion hier, die sie erschaffen. Wenn ich wieder rausfliege, sieht man, wie es wirklich ist. Alles verdorben und verkommen. So. Okay, ich habe jetzt aber keinen Giga gesehen. Müssen ja auch nicht immer Gigas sein. Auch das Prinzip wäre schon nicht schlecht. Ich mag sie einfach. Falls es jemand noch nicht aufgefallen ist. So, jetzt gehen wir mal hier an, entlang den Weg. Das sieht nicht so aus, als ob hier irgendwas Giga-ähnliches auf mich lauert. Oh, was habe ich denn da? Was sehe ich denn da? Ich sehe nichts. Okay, jetzt muss ich mal wieder irgendwie versuchen, zurückzufliegen, ohne zu sterben. Das ist der schwierige Teil des Ganzen. Und du, Saftsack, hast du einen Quetzal gesehen? Ja, schon so viele. Ich habe noch keinen einzigen gesehen. Frechheit. Die sind meistens oben an der Decke. Ernsthaft? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, die laufen auf dem Boden rum. Nee, das machen sie nicht. Ne? Das ist eine Frechheit. Ich meine, gut, wenn ein Quetzal auf dem Boden rumläuft, weißt du, dass der gezähmt ist. Oder der irgendwelche Bugs. Oder das, ne? So, ich will okay, jetzt trotzdem... Okay, Giga habe ich jetzt auch nicht gesehen, doch die Schnelle, aber... Puh, ja. Immer schade. Ja, halt noch die andere... Boah. Das ist die andere Gegend, ne? Da, ich glaube, in diese Richtung gab es einen Wyvern überall. Ach, keine Ahnung. Ich fliege einfach mal querfeldein. Nicht zu nah am Boden, aber nicht, auch nicht zu weit oben, sonst habe ich wieder gleich das Problem, dass mir die Ausdauer alle geht und ich dann wieder irgendwie halb in der Luft hänge. Boah, sieht aus wie ein Lavasee. Wenn jetzt hier ein Wyvern auftaucht, dann habe ich ein Problem. Aber eigentlich sollte das nicht der Fall sein. Ich fliege einfach mal in Richtung Stadt, dann habe ich, glaube ich, weniger Probleme. Ist auch schon erstaunlich, ey. Wie viele Details hier drin stecken. Aber das mit der Kuppel ist schon genial. Ja, von außen sieht. Fällt mir auch sehr schön. Das ist so genial, ne? Man geht rein und außen rundherum ist alles auf einmal Schnee. Mhm. Richtig krass. Ja, das sieht cool aus. Oh. So. Rexe sieht man hier wirklich relativ oft. Oh, 152er. Dann kannst du zählen. Probiere ich jetzt auch. In der Theorie. Zumindest kannst du ihn sehen. Ob er überlebt, hat man dahingestellt. Das war ja nicht Teil der Vereinbarung. Weiß nicht, hatte ich das richtig in Erinnerung oder gibt's nicht hier auch ein Corrupted Rock Drake? Wie ist der denn drauf? Der Rex. Ja, der kommt aus 10 Kilometern Entfernung, kommt jetzt total schnurstracks zu mir durch. Ist doch ein gutes Zeichen, dann
Assin jedenfalls. Corrupted Stegi. Was ist das denn da? Noch mehr Stegi, Stegi. Kano. Spino habe ich jetzt nicht gesehen, aber ich wäre noch nicht so weit rumgekommen. Irgendwo werden die auch schon sein. Wahrscheinlich auch wieder in der Tageszeit abhängig. Quetzel 10 wird sicherlich sehr spaßig. Ah, wo wir gerade von spaßig reden. So, ich lande mal hier. Ich bin jetzt wieder innerhalb der Stadt. Das ist doch schon mal gut. Hier sind ein paar Kristalle, die nehme ich einfach mal mit. Wenn wir schon so angucken. Hier könnte man gut eine Base bauen. Schön oben. Müssen wir noch die Wasserrohre mal verlegen? Das könnte ich auch mal machen. Könnte ich eigentlich schon bauen, glaube ich. Ein paar Beete aufbauen. Meine Kristall genug haben wir ja eigentlich, ne? Für Dingens hier. Für Gewächshaus. Dann kann man die Narkobären mal anpflanzen. Ich bin jetzt schon verhungert. Natürlich, wie immer. Verhungert immer. Seiden, man verhungert gerade nicht. Aber sonst verhungert man. Das ist ein bisschen langweilig. So. Dann gucken wir uns mal weiter um. Irgendwo war meine Base. Hier ist ein Springbrunnen. Boah, warum sind hier so viele. Oh. Und dort glaube ich aufpassen. Ich glaube, ich weiß, was das hier für eine Gegend ist. Ja, ich glaube, hier vorne müsste. Das Sumpfgebiet sein. Ja. Nee, doch nicht. Oder? Nein. Doch, doch, das Sumpfgebiet war schon richtig. Wieder nicht vertan. Das heißt, hier gibt es die Capro-Sorus-Dinger. Ja. Und weiß der Teufel noch was alles. Aber ich gucke jetzt mal auf der Karte. Es ist gerade sehr, sehr leise. Ja, ich weiß auch nicht warum. Vielleicht weil ich nicht mal so nah am Mikrofon bin. Ah. Ist das jetzt besser? Ja, viel, viel besser. Ich war gerade etwas weiter weg vom Mikrofon und irgendwie ist meine Hand jetzt so ein bisschen verpixelt. So tech-mäßig verpixelt meine Hand. Okay. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Ich lande mal kurz. Cyborg! Ja, wird ja, sieht lustig aus. Dann mach mal Skinsche. Das sieht echt komisch aus. Weiß jetzt nicht, ob das ein Bug ist oder ob es da nicht, dass ich zu viel draußen unterwegs war. Ich weiß es nicht, das sieht einfach zu komisch aus, als dass es ein Bug sein könnte. Warte mal, steigen wir ab. Okay, abgestiegen, jetzt ist es weg. Auf dem Petri ist wieder da. Hä? Interessant. Ja, Petri, hast mir einen verbuggten Petri gegeben. Sorry. Ah ja, ist ja nicht nur Low Level, sondern auch noch Low Buggy. Low Buggy. Der Low Bug. So, herstellen. Noch ein paar. Ich habe das Gefühl, bei mir ist hier gerade alles irgendwie. Irgendwie flackert gerade alles bei mir. Okay. Sollte mal schnell zu meiner Base gehen. Wow, das sieht so hässlich aus. Ich hoffe mal, dass das nur ein kleiner Grafikfehler ist, der sich beim nächsten Einloggen dann wieder verändert. Das Problem ist nur, ich finde meine Base jetzt nicht, weil meine Hand im Weg ist. Okay. Ich mach damit. Oh, was ist das denn? Ist das ein Ventil? Was ist das für ein Ding? Ach, das ist ein Terminal. Achso, nee, hier kann in den Terminals. Da kann man die Dinger auch craften. Ja, und ich glaube, da kriegt man auch die Baupläne oder irgendwie so, oder? Die sind hier drin tatsächlich.
Das ist ein Scout Reapen. Reapen Weapon. Tick Gramm. Crafted Element Dust. Wo ist jetzt der Unterschied? Ach so, zweimal kann man Element Dust. Einmal von Element Shard, also Splitter, oder vom reinen Element, welche herstellen. Interessant. Okay. Ich habe vorstellen, aus dem normalen Element kriegt man mehr Element Dust raus als aus den Sharps. Shards. Sharp. Ja, stimmt. Immer noch. Ich weiß auch nicht, was die Hand hier hat. Boah. Keine Ahnung. Aber was ich eigentlich machen wollte, mache ich später. Erstmal fliege ich wieder zurück zu meiner tollen Base. Ach, scheiße. Oh, das ist Rex tot. Ich muss nochmal in die Base. Meine Armbrüste sind beide fast kaputt, wenn ich jetzt anfange, den zu betäuben, ne? Achso, ja. Hast du ihn nicht fast schon eingesperrt? Ja, das habe ich geschafft. Ich kann dir welche deine Armbrust vorbeibringen, ja? Hahaha. Lass nicht. Ja, ich muss nur eben schnell reparieren. Ja, bis dahin kann sich das Tierchen ja befreit haben. Wenn der außer Sichtradius ist, glitschen die gerne mal durch. Und so, ja gut, ich war jetzt schon einmal in der Base und hab mir einen Akku-Pfeil geholt. Ja gut, dann ist das was anderes. So. Da ist meine Base. Base. Wohlgemerkt. Vier Wände könnte man treffen. Sind eher treffender. Wird sowieso irgendwann mal umziehen. Oh, es ruckelt hier gerade bei mir sehr stark. Ich glaube, ich hab. Ja, irgendwie ist hier gerade bei mir alles verbuggt. Auch der Ankelo. Irgendwie ist hier alles so. Zumindest. Ach nee, aber nur wenn ich auf den Petri setze. Ich guck mal, was passiert, wenn ich auf den Ankelo setze. Auch alles verbuggt. Nee, auf den Ankelo nicht. Der Petri ist verbuggt. Blödes Drecksteil. Hast mir verbuggten Petri gegeben. Soll ich hab dir das Bestmöglichste gegeben. Ja, ernsthaft. Mit ganz vielen Bugs. Mit ganz viel Liebe. Ja, ist das auch nicht. Wo war nochmal deine Base? Die habe ich mir noch nicht mal notiert gehabt. Die ist. Oh. Was ist das? Das ist ungefähr bei. Ja, ich 50, weiß, dann 35. Okay, also genau da, wo ich gerade nichts sehen kann. Ja. Das ist ein bisschen Witz, ey. 50, 35. Ja, ich versuche mal mein Glück. 50 ist hier, also hier unten irgendwo oder da. Lol, was ist das denn? Was könnte hin? Da sieht oh, irgendwie. Das ist dann Trike, please. Ja, das sieht mir sehr bekannt aus. Oh. Nee, doch nicht. Oder? Mich jetzt da dran. Kann ich jetzt einfach den Trike aufsetzen? 30, 34, okay. Oh. Ist mir weh. Oh, es sind hier schon wieder überall diese Drohnen, hier, diese Units unterwegs bei dir. Glaube ich zumindest, dass das bei dir ist. Ah, der Weg kommt mir bekannt vor. Ja. Ich glaube, ich bin falsch. Oder auch nicht, hier ist dieser große Wasserfall. Was mache ich denn eigentlich für ein Blödsinn? Ich kann doch einfach hier mal kurz landen. Absteigen. 50, 35 war das, ne? Mhm. So. Da bin ich ja doch schon in der Nähe. War ich doch nicht so verkehrt. Gucken wir mal. Aha. Ich glaube, du freust dich, wenn du diese Aufnahme hier siehst. Sag ich jetzt einfach mal so ganz kackendreist.
Hier wackelt halt immer, da wie man das Gefühl, jeden Augenblick kommt eine Rakete runter. Hallo, Oh, da hinten ist Verwundeter. ein korrupter Kano. Der kann ruhig auch gehen. Hier nicht. Toll, mein Rex, der blutet hier schon. Der gezähmte Rex, der betäubte Rex, der angeschossene Rex. Der macht mir wirklich mein Dings kaputt, ey. Dieser Wer macht Kanu. sein Dings kaputt? Der Kanu macht mir mein Holzgedönsel kaputt. Also ich. Meine Steintore. Ja, das können sie tatsächlich. Die können genau wie Alphas Stein kaputt machen. Das hatte ich schon mitbekommen gehabt. Was ist denn hier Da los? kommt er jetzt nicht hoch. Bring einfach um. Einfach um. Kanu hat sich jetzt hier verbuggt. Das ist die Gelegenheit. Mein armer Rex, der verliert jetzt wieder Torpo. Oh, hier ist ein Kano. Noch ein Kano. Aber es sind keine Corrupted da, das ist eine normale. War das nicht hier? Ach, keine Ahnung, ich bin total. Alter, jetzt kommt schon noch mehr von den scheiß Triceratops. Toll. Ja, aber natürlich. Was Lol, der muss. Rex hat jetzt wieder 0 Torpo. Das ist zu lange gebraucht. Ich war eben nur schnell weg. Tja. Oh, toll. Aber ich muss ihn Ja. unbedingt recken lassen, der war schon blutig. Ach so. So kann man machen, ne? Fuck, ey. Ist natürlich super doof. Nee, echt. So. Nee. Aber auf jeden Fall fliege ich jetzt erstmal nach Hause. Bin ich ja schon fast. Hoffentlich. Ja, eventuell. Das ist der Biber dann, ne? Ja, genau. Damit ich in diese Toll, Richtung. Kano ist wieder da. Was muss ich hier runterplumpsen, ja. Und jetzt wieder so ein Scout. Das geht ja noch. Oh, lol. Oh, hier ist ein Biber. Willst du einen Biber haben? Danke. Hast du schon Biber? Welcher Level hat der? Kommt Ey, drauf wenn an, die wenn. jetzt gleich meinen armen Rex töten hier. Raste ich aber aus. Ausrasten. Ach, Level 24, was soll ich denn damit? Level 80 ist schon ein bisschen besser. 64. Ach, Kacke. Alles Kacke. Nee, eigentlich gehe ich erstmal nach Hause zur Base. Ich keine Ahnung, weil ich kann die Karte nicht lesen gerade. Es ist gerade nicht möglich, die Karte zu lesen. Nicht solange ich auf dem Petri drauf bin. Muss ich wieder nachgucken. Alter. Wo bin ich denn hier überhaupt? So. Irgendwo müsste doch mal meine Base sein. Ah ja, ich glaube, da oben ist die. Ist sie das? Nee, ist sie nicht. Ich bin hier wieder in ganz falscher Gegend. Ganz falsch hier. Aber ich muss mal kurz ausruhen. Das ist ein Witz. Mal dem Rex Fleisch zuwerfen, damit er frisst. Wenn du ihn heilen möchtest, musst du ihm, glaube ich, tote Tiere vorwerfen. Kann sein, dass er die dann frisst. Ich gebe aber keine Garantie darauf. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Okay, wo bin ich denn jetzt? So. Ah ja, diese Gegend kommt mir bekannt vor. Das sage ich zu jeder Gegend irgendwie. Ach ja. Naja. Ich würde jedenfalls sagen, das war's für heute, liebe Leute. Wir haben eine tolle Entdeckung gemacht. Bisschen die Welt erkundet. Aber kein Gier gefunden. Ist auch egal. Es war ja eigentlich nicht das Ziel gewesen, sondern draußen erstmal die ganzen korrupten Viecher zu sehen. Und während es mein Petri nicht. Ah, willst du mich verarschen? Schmeißt er mich hier einfach ab?
Okay, mein Petri ist gerade bewusstlos geworden. Okay. Weil er wahrscheinlich keine Ausdauer mehr hatte oder was auch immer. Jetzt glitscht er hier durch die Gegend. Sieht sehr amüsant aus. Naja, mit diesen spannenden Entdeckungen würde ich sagen, das war's für heute, liebe Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Oh. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao. Was ist das denn Blödsinn hier?